So, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Far Cry 4. Und ihr habt zum letzten Part mitbekommen, da haben wir uns so ein bisschen um neue Fälle, um neue Ausrüstung und Pipapo gekümmert. Und heute wollen wir da mal mit der schönen Lady ein kleines Verkaufsgespräch führen, nämlich, dass wir eine neue Waffe kaufen können. Die M700 haben wir freigeschalten, genauso hier diese Shotgun, MS16 haben wir noch, 6P9, Leuchtpistole, D2, M79, M712. Ja, unfassbar. Werden jetzt allerdings zuerst mal Munition nachfüllen. Und dann werden wir auch ein paar Waren verkaufen. So, für 41.000 Kyrat, Dollar, whatever. Und dann werden wir jetzt hier ein bisschen was einkaufen. So, Spritzen werde ich auf jeden Fall komplett durchkaufen. Ein Panzer hilft auch, beziehungsweise bringt auch was. Okay, Schützenhilfemarke, was ist das? Maximale Anzahl, ach, diese Schützenhilfen, die wir rufen können, ich verstehe. Da können wir upgraden, da brauchen wir aber erst Karma Level 2. Granaten, Wingsuit, bemalte Dickhäuter, Haftminen, krass. Aber wir wollen uns jetzt erstmal, wie gesagt, ein paar Waffen kaufen. Die Frage ist, welche? Wir haben jetzt, die haben wir anscheinend schon gekauft, alle. Vielleicht mal so eine, die richtig da unten Gas gibt, ne? Sniper. Bin ich aber eher nicht so dafür. SVD. Shotgun. Was haben wir denn da oben noch? Sidewaffen, das sind eher so die kleinen, ne? Das sind die normalen Waffen. Wir haben jetzt, beziehungsweise wir können ja auch erstmal eigentlich nur soweit noch das ganze Zeugs ausrüsten. Die können wir jetzt halt hierhin ausrüsten. Das ist ja soweit ganz cool. Und dann können wir hier vielleicht so ein bisschen was tun, ne? Auswählen, was haben wir hier? Rotpunktvisier. Was steht da? Du kannst dieser Waffe keine weiteren Aufsätze hinzufügen. Okay. Was haben wir drin? Erweitertes Magazin. Packen wir doch mal Rotpunktvisier drauf. Farbe ist, denke ich mal, erstmal egal hier. So, da geben wir kein Geld für aus. Gehen wir mal zurück. Und die werden wir natürlich auch noch anpassen. Da haben wir nämlich noch gar nichts drauf. Du kommst hier nach unten, yo. Aber da können wir auch... Da gibt es noch gar nichts, was wir ausrüsten können. Okay, vielleicht nehmen wir dann dafür eine andere. F1. Ich hätte schon Bock auf so eine Snipe. Aber da müssten wir fast noch einen Gurt mehr sozusagen. Oder einen Platz mehr an unserem Gurt frei haben. Dass das Sinn macht, oder? Flammenwerfer. Jagdbogen. Oder man holt sich halt wirklich mal so einer hier. PKM wäre auch nice. Komm, wir holen uns die jetzt halt. Zack, ab der Fisch. Wir können sie ja zumindest schon mal kaufen. So, und dann packen wir die auch... Komm, wir packen die jetzt auch gleich mal an den Gurt. Und zwar für die hier. So. Und dann werden wir da ein bisschen was tun. Aufsätze, Schalldämpfer, High-Power-Zielfernrohr. Oder erweitertes Magazin. Ich mach mal das Zielfernrohr. Zack, auch wenn das ein bisschen was kostet, aber das passt schon. Und dann können wir auch dir hier vielleicht eine geile Farbe geben. Vintage. Ich glaube, wir machen sogar das. Ein bisschen oldschool-mäßig unterwegs sein. Sehr schön. Besprayed ist er. Und damit würde ich sagen, können wir uns jetzt auch... Ja. Können wir uns jetzt auch langsam auf den Weg machen. Ich glaube, sonst brauchen wir nichts mehr. Und zwar haben wir ja gesagt, wir wollen mal ab zu Longinus. Der Gute ist... Wo ist er eigentlich? Was ist das hier eigentlich immer? Kyrats Zuflucht. Ne, hier ist Longinus, da wollen wir uns mal auf den Weg machen. Sprich, da werden wir jetzt mal hindüsen eben. Habe ich den jetzt markiert? Ich habe das gar nicht markiert, glaube ich, oder? Der Longinus. So, hier wollen wir hin. Also, oder hier mal noch ein Rennen. Das wäre vielleicht auch mal ganz geil, oder? Interagieren wir. Komm, wir machen jetzt mal ein Rennen hier. Irgendein Rennen, ich kann zwar nicht fahren. Ich habe eine Nachricht bekommen, dass mich jemand treffen wollte. Ja, hallo. Hallo. Charma Salsa. Gründerin, Leiterin und Besitzerin der internationalen Filmgesellschaft von Kyrat. Sowie der Regisseur- und Schauspielergewerkschaft von Kyrat. Schön, dich kennenzulernen, Darling. Ich freue mich. Die Freude ist ganz meinerseits, Dummerchen. Man trifft nicht jeden Tag so einen erstaunlichen jungen Mann. Du erinnerst mich an den großen, legendären Ritin in Riti Kapoor. Einen der besten im kyratischen Film. Aber das ist lange her. Ich mag die kyratische Filmszene immer noch, versteh mich nicht falsch. Aber die kriegt einfach keine Zuschauer mehr. Oder Gelder. Go, Bro. Da sind die Zuschauer heute. Von Klippen springen, mit dem Quad durch den Fluss rasen, epische Abgänge. Das machst du eh alles umsonst, oder, Süßer? Naja. Ich will nur, dass du dich bei ein paar Rennen filmst, die ich organisiert habe. Ich produziere, wir laden das fertige Produkt hoch
und sehen zu, wie das Geld reinströmt. Na, also, klar. Du wirst ein großer Star. Na, das hoffen wir mal. Also, mit der GoPro, richtig nice, werden wir uns also auf den Weg machen. Kurati-Films und Rennaktivitäten sind jetzt verfügbar. Okay, und wo müssen wir jetzt dazu hin? Oder was müssen wir da überhaupt machen? Das hier wäre schon mal irgend sowas, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ne, Kurati-Films überleben. Fahre in diesem wiederholbaren Rennen mit verschiedenen Fahrzeugen durch gefährliche Umgebungen. Du erhältst Rupien, also diese Kurat-Rupien. Okay. Also da scheinen wir so ein bisschen mehr Sachen machen zu können in der Richtung. Außenpostenmeister, Kurati-Films, da können wir auch was tun. Komm, lass uns mal hier hin. Per Schnellreise. Und dann werden wir doch mal so ein kleines Rennen starten und danach aber auch schon ab zu Longinus gehen. Aber ein bisschen Spaß, ne? Muss neben den Missionen ab und zu auch so ein klein wenig zumindest sein. Von dem her bin ich mal gespannt mit meinen Fahrkünsten, wie das am Ende aussieht. Und ob wir da irgendwie Erster, Zweiter oder so werden können. Also, halt, wir müssen erstmal raus, wäre nicht schlecht. Also raus zur Türe. Und dann da rechts ist irgendwas. So, hier ist es. Hoch, jetzt habe ich irgendwas gleich gedrückt. Ich dachte nicht, dass da noch eine Info steht. Egal. Gib alles, was du hast. Ich filme dich vom Streckenrand aus verschiedenen Blickwinkeln. Zusammen machen wir reine Magie und Geld. Und Geld, so schaut's aus. Also, dann fahren wir doch mal durch diese Bögen immer durch. Das scheint das Rennen zu sein. 24 gibt's insgesamt, wir sind bei 3 gerade mal. Mal gucken, ob da auch noch ein paar riskante Manöver mit dazukommen. Jetzt wird's schon so ein bisschen leicht minimal riskanter. Bin ich mal gespannt. Aber richtig nice, das ist halt das, was man so an Far Cry liebt. Dass es zum einen eine richtig geile Story hat, aber auch ein paar richtig geile Nebenmissionen. Wie jetzt die Rennen hier. So, wir haben schon Nummer 10. Wir haben gleich Nummer 11. Wir fahren doch gar nicht schlecht bisher, oder? Da sind wir so gerade noch durchgekommen. Da auch nur so gerade. Das war jetzt nicht gut. Das hat uns viel Zeit gekostet. So, wie so Formel 1 mäßig. 15. 16, ist das so eine Rundfahrt oder kommen wir wo ganz anders raus? Wo ganz anders wahrscheinlich, oder? Zack. Keine Fahrhilfe. Ja gut, das wäre so ein bisschen komisch und blöd jetzt auch. Und kontraproduktiv. Wahrscheinlich fahren die aber sogar besser wie wir dann. Egal. So, 21, 22, es ist eine Rundfahrt und wir haben es gleich gepackt und wir sind jetzt im Ziel. 1:05. Gut, schlecht. Was ist nun? So, was haben wir bekommen? 1:05, also es sind eher schlechter. Wobei, nee, wir haben Gold geschafft. Nee, nicht ganz. Neustart, komm, wir machen es doch mal. Wir haben nicht ganz Gold geschafft. Um 300stel oder 1000stel oder was das da hinten genau sind, haben wir es nicht gepackt, dass wir die Goldmedaille abräumen. Für AJ, von dem her, werden wir das jetzt nochmal probieren. Ein letztes Mal, jetzt zählt's, jetzt. Wenn wir es nicht packen, geht's ab zu Longinus. Boah, ich freue mich. Ich bin so im Zwiespalt. Ich hab zwar Bock jetzt da drauf. Alles, was du hast. Aber ich hab auch mega Bock gerade wieder auf Longinus, den verrückten, komischen Kauz. Zusammen machen wir rein. So, auf geht's. Komm schon. 1:05, da rechts steht's. Kommt uns da noch jemand entgegen? Ist der jetzt einfach so weitergefahren? Ich hoffe schon, weil sonst hätte uns das extrem viel Zeit gekostet. Aber es sieht gut aus. Also, wir müssen an der einen Stelle, da darf's uns nicht drehen. Das ist so das große Ziel. Wenn wir das hinkriegen, dann können wir da durchaus es schaffen, unter den 1:05 zu bleiben. Oh, shit. Okay, können wir das jetzt gleich abbrechen? Sag nicht, wir können das gar nicht abbrechen. Weil jetzt haben wir es natürlich schon verkackt. Jetzt müssen wir nochmal da hoch. Oh, das ist ja blöd. Jetzt, weil uns die zwei Nashörner hier, die Kollegen, im Weg waren, habe ich es natürlich verkackt. Na, da brauchen wir gar nicht mehr fast weiterfahren. Aber wir müssen, ja. Scheinbar kann man das erstmal nicht abbrechen. Egal, also dann werden wir halt noch schnell mal. Das hat gerade noch so gezählt. Da tun wir uns wieder schwer. Aber schaut, diesmal hätten wir es sogar gepackt. Na, da sind wir besser gefahren. Aber es stehen jetzt auch lauter Sachen hier im Weg rum. Mit Autos, mit Nashörnern und Pipapo, Hühnern, gegen die wir anscheinend nicht ankommen mit unserer Karre. Aber gut, so. Und jetzt sind wir schon drüber. Schon, ob wir noch Silber oder so schaffen. Wenigstens Bronze. Und wird auch schwierig. Gescheitert, verloren. Okay. Also gut, Freunde. In dem Sinn, wir haben es knapp geschafft. Wir können ja, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr dazu steht, ob wir sowas häufiger machen sollen. Könnt ihr gerne mal reinkloppen in die Kommentare. Und dann werden wir da bestimmt nochmal vorbeischauen auf einen kleinen Sprung und noch das ein oder andere Rennen machen. Aber jetzt gehen wir erstmal rüber ab zu Longinus und hören uns den sein Geplapper an. Der olle Priester mit seinen Waffen und Pipapo. Der ist richtig gut drauf. So,
Nee, da müssen wir jetzt, da kommen wir einfach weg. Das kennen wir, wie gesagt. Und dann machen wir uns mal auf, wo ist er denn jetzt genau, der Longinus? Ziemlich genau, da. So, also da wollen wir hin, da sind wir ja gar nicht so weit weg, das passt dann ganz gut. Zack, dann steigen wir da doch gleich in die Karre ein, irgendwo da muss eine stehen, hier ist sie. Und dann passt das. Halt mal an! Aber hier sind erstmal Feinde. So, die waren natürlich ganz, ganz wichtig. Achso, wartet mal, Freunde, dann können wir doch gleich mal was probieren. Die wir ausschalten werden. So, nicht so weit nach vorne. Zack, den haben wir erwischt. Und der andere ist schon tot. Okay, also steigen wir ein. Der erste Kill. Nee, der liegt noch da oben. Egal, den kriegen die schon. Der erste Kill mit der schönen Waffe. Wie heißt jetzt wieder? P700? Irgend sowas in der Art, glaube ich. Mit der schönen Sniper. Aber jetzt gehen wir erstmal ab zur Longinus. So. Machen wir uns mal auf den Weg. Schwestern, die Royal Army greift den Außenposten an. Wir haben hart gekämpft, um ihn zu sichern. Jetzt kämpft, um ihn zu behalten. Schickt Hilfe! Oh, okay, aber ich denke, das können wir später machen. Beschütze ihn und bla bla bla. Du hast den Außenposten nicht verteidigt. Was haben wir denn jetzt wieder verloren? Das wäre natürlich krass. Aber wir hatten eigentlich nur noch die zwei. Nö, wir haben keinen verloren. Das Ding will ich auch mal demnächst erobern. Deplers Festung sehr schwer. Sind ja eigentlich alle sehr schwer, da gibt es da noch was Schwierigeres? Sozusagen sehr, 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 sehr schwer. Nee. Okay. Also bin ich mal gespannt. Das müssen wir demnächst mal angehen, aber da müssen wir wirklich voll konzentriert rangehen an die Sache. Und wirklich alles, auf alles achten, ne? Munition und so genug mitnehmen. Das, glaube ich, kann man nicht mal so nebenbei machen. Vor allem bei meinen Skills hier auf der Konsole. Auf dem PC wäre es ein bisschen was anderes. Ein Außenposten in der Umgebung wird angegriffen. Ja, welcher ist das denn? Man weiß es nicht, Freunde. Man weiß es nicht. Mir wird auch ja nirgends irgendwie ein Weg gezeigt, wohin wir sollen und so. Von dem her keine Ahnung. Und wieso lotst der uns denn jetzt nicht mehr zu Longinus? Wir müssen jetzt einfach mal hier links runter. So, aber am besten nicht über den Fluss. Boah, ich hasse das mit der Waffe, weil ich da jedes Mal immer mit links hinten Gas geben will, beziehungsweise bremsen oder rechts hinten. Was wird jetzt das? So, ab hier hoch, komm. Komm, komm, komm. Na, komm. Ja, na, kommst du jetzt? So, und dann fahren wir da vorne über die Brücke. Und hinter uns kommen schon wieder Feinde, aber das ist wieder nur, glaube ich, so eine Karma-Aktion-Dingens. Das kann uns erstmal egal sein, Freunde. Boah, und wir steigen jetzt mal aus hier. Komm, wir laufen die paar Meter. Vor allem sind da vorne auch Feinde. Und den haben wir schon mal nicht gepackt. So, den haben wir. Und den haben wir auch. So, sehr schön. Also, das passt. Wo ist Longinus? Was haben wir denn hier für ein Gebiet? Scheinbar sollen wir hier eigentlich nicht rein oder so. Zumindest ist es hier leicht abgesperrt. Naja, egal. Also, wo ist denn Longinus? Der ist sogar schon da drin irgendwo. Machen wir uns doch mal auf zu ihm. Scheinbar da oben. Also, laufen wir die paar Meter noch zu Fuß. Und wo sind wir denn hier? Was ist denn das da vorne? Ist das auch so eine kleine Brücke, nur oben drüber für Fußgänger oder so? Tatsächlich. Oh, das sieht ja cool aus hier. Das sieht ja cool aus. Richtig schönes kleines Brückchen da. Nicht schlecht. Kann ich da noch zoomen? Ein bisschen, okay. Also, ab zu Longinus jetzt. Der da oben scheinbar seine Predigt hält. Die Bergpredigt sozusagen. Ne, da oben ist er ja zu Hause. Ich glaube, da waren wir auch letztes Mal, kurz bevor wir dann aufgebrochen sind in den Himalaya, Freunde. Ihr könnt euch bestimmt noch dran erinnern. So, aber da kommen wir schon mal nicht lang. Vielleicht irgendwie da vorne rum. Sieht auch erstmal schlecht aus. Muss der denn da ganz oben wohnen? Muss der das? Oh, Manno. Ein Adler greift an! Wo? Wo war da ein Adler? Der angreift, Freunde. So, wahrscheinlich schießen die uns jetzt noch gleich selber weg. Also, ab nach droben. Komm, spring. Sag nicht, da kommen wir nicht hoch. Achso, wir müssen da klettern. Okay, ja. Dann klettern wir eben. Soll mir auch erstmal recht sein. So, und jetzt ab zu Longinus. Komm schon. Jawohl. Da vorne ist er wieder. Also, hören wir uns mal an, was der Gute... Oh. So, ein bisschen wüst hier alles. Was der Gute zu sagen hat. Wahrscheinlich müssen wir wieder irgendwo hin. Xinjiangs Sherpa-Lager. Und hier irgendwo ist der gute Longinus. Mal gucken. Der komische Kauz 2.0. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal des Todes, fürchte ich nichts Böses. Denn du bist bei mir. Psalm 23, Vers 4.
Wie schön, dich zu sehen, AJ. Willst du Gottes Werk verrichten? Ich schätze schon. Ich muss dir etwas gestehen, AJ. Ich fürchte Böses. Nicht Böses von anderen Menschen, denn damit kann ich schon umgehen. Nein, es ist das Böse in mir selbst, das ich fürchte. Erinnerst du dich an meine Sünden? Das grausige Geschäft, von dem ich sprach. Du meinst die Diamanten? Ja! Und das Blut des Lamms wäscht alle Sünden fort. Doch um mich vollständig zu läutern, muss ich aufrichtig bereuen und Buße tun. Es gibt mehr dieser Sünden in Kirat. Und wir müssen sie aufspüren. Finde zuerst ein verlorenes Schaf. Folge ihm bis zu einem Gewölbe. Bring mir, was du darin findest. Verstanden. Und er ruft seine Freunde und Nachbarn herbei und spricht: Freut euch mit mir, denn ich fand mein verlorenes Schaf. Oh, so schaut's aus, Freunde. Da liest er wieder vor und kloppt seine Sprüche raus, wie es kein anderer kann. Also machen wir uns auf die Suche, erreiche den angegebenen Ort. Natürlich wieder mit dem schönen Quad. Da kann man am meisten irgendwo hängen bleiben und das ist so schön klein und da passiert nie was. So, ich wollte gerade sagen, hoffentlich diesmal auch nicht. Oh, shit. Oh, und ich komme schon wieder durcheinander. Ich will so oft hinten durch die ganzen anderen Spiele, die man bisher gezockt hat, mit links hinten bremsen. Dabei geht das ja gar nicht. Sondern da zückt man ja die Waffe. So, hoppala, da ist ein Baum. Kommen wir da noch rum? Da kommen wir rum, Freunde. Mensch, der, wenn uns sehen würde, der Longinus, wie wir hier fahren, der wäre sowas von stolz, der Freund. Unglaublich. So. Oh! Follow me? Nee, nix follow me. Komm mal lieber weg. Ja, sag einmal. So, da haben wir die gedreht. Wir mit einem kleinen Quaddi mit so einem 70-Tonner gefühlt. Aber nö, wir drehen die. So, gleich haben wir es geschafft. 70 Meter. So, und da steige ich mal aus. Und ich habe schon wieder fast mich verklickt. Und dann schauen wir mal, dass wir da irgendwie hochkommen. Da können wir mal so einen Kletterhaken benutzen. Mal hochschmeißen, das Ding. Und uns dann dran hochziehen. Sieht aus wie so eine Schlangenhaut da. So, wie ging es jetzt hoch? Jetzt habe ich wieder losgelassen. Bin ich jetzt blöd? Wie ging es denn jetzt hier wieder hoch? Hier nur nach oben drücken, oder? Ah, nee, so. Mit rechts hinten. Jetzt haben wir's. Also, lieber spät als nie. Und dann schauen wir mal die Meterchen noch da vorne. Und machen uns mal auf die Suche. So. Ein Schmuggler nähert sich. Lass dich nicht entdecken. Da kommt er. Verfolge den Schmuggler. Mit dem Auto? Wahrscheinlich schon, ne? Der Schmuggler ist zu weit entfernt. Ja, Freunde. So schnell bin ich nicht. So, komm, 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 komm. Kriegen wir schon noch. Ich dachte, wir können uns da noch ein bisschen Zeit lassen. Vor allem, weil ich noch das andere Auto dahinter gesehen habe. Mir gedacht habe, Mensch, das sind noch Feinde. Sollen wir die erst erschießen oder nicht? Aber scheinbar hatten wir die Zeit nicht. Aber wir hängen dem doch so ein bisschen am Arsch. So, da vorne ist er doch. Solange wir jetzt nicht irgendwo hängen bleiben. Kriegen wir den schon. So, und jetzt hat. Ich werde dich umlegen. Sollen wir den jetzt umbringen schon oder nicht? Bewegung, ich habe jemanden gesehen. Ja, ja. Und jetzt? Tod. Checkpoint. Töte den Schmuggler. Sag einmal, wie viel hält denn der aus? Wie viel hält denn der aus, der Kollege? So, ab nach drüben. Wahrscheinlich fährt er jetzt auch wieder voll in feindliches Gebiet. Und es wird wahrscheinlich übelst eng werden. So ist es. So, wir steigen mal aus. Aber shit, wir haben die falsche Waffe ausgewählt. Komm, 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 komm. Oh, jetzt habe ich da... Fuck, jetzt habe ich auch noch wahrscheinlich ein wildes Tier angelockt. So, ab nach unten erstmal. Jetzt könnte das wilde Tier doch vielleicht was bringen. Schauen wir mal, ob da oben irgendjemand kommt. Und weh, der Schmuggler kann da irgendwie rein und entweicht dann. Ich hoffe nicht. Oh, wir müssen wieder ganz außen rum. Boah, das wird jetzt eng. Das wird jetzt eng. So, den haben wir schon mal. Die haben wir auch. Oh shit, und der Schmuggler selbst schießt auch noch scharf. So, jetzt aber. Kopfschuss. So, halten wir mal. Haben wir alles? Ja. Nach da vorne.
betritt das Gewölbe. Na, ich bin mal gespannt, was uns da jetzt erwartet. Haben wir nachgeladen? Haben wir eigentlich. Dann nix wie rein. Oh oh. Nimm den Blutdiamanten. Ist da jemand? Nein, nein, da schießt niemand, Freund. Da schießt niemand. So, sehr schön, Nummer 2. Schon mal, da hinten ist ein Medkit. Lass das mal nehmen hier. Kann ich nicht, okay. Dann lass uns doch mal so heilen. So, damit wir volles Leben haben. Objekte nehmen, okay. Entkomme mit dem Blutdiamanten. Das wird jetzt heikel werden wahrscheinlich. Wo sind die denn alle? Laufen wir nicht gerade im Kreis? Schon, ne? Da hinten sind sie. So, ab nach draußen und dort wird uns jetzt so ein bisschen was erwarten, Freunde. So, Kopfschuss. Da können wir jetzt fast mal die Sniper auswählen. So, nächster Treffer. Mal von außen hier so ein bisschen. Wild rausstürmen ist, glaube ich, nicht so pralle. So, sehr schön. Den haben wir auch noch. Und dann zu guter Letzt noch den dritten, beziehungsweise fünften oder so. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da hinten ist er. So, Kopfschuss, sehr schön. Und jetzt müssen wir irgendwie entkommen. Die Frage ist nur, wohin? Zack, wohin sollen wir denn eigentlich? Wohin sollen wir? Wird das auf der Karte angezeigt? Ich glaube nicht, ne? Huch, wo bin ich jetzt hingekommen? Da wollte ich nicht hin, Freunde. So, dahin. So, und wo sollen wir jetzt dahin? Direkt wieder zu Longinus? Oder einfach mal wegfahren? Wir fahren jetzt einfach mal weg, komm. Da wird bestimmt irgendjemand noch kommen. Sprich, irgendwelche Feinde, die uns jetzt verfolgen gleich. Ach, jetzt steige ich wieder aus, ich Depp. So, wir können schon das Auto nehmen, lieber AJ. Wir brauchen nicht das Vordere. So. Let's up. Mal umwenden. Ich riskiere mal hier einfach, dass wir da runterkommen. So, und jetzt müssen wir da irgendwie entkommen. Frage ist, wohin? Bringe den Blutdiamanten zum Übergabeort. Dann machen wir uns da mal auf die Suche. So, wir fahren gerade erstmal ein bisschen weg, aber das ist in Ordnung, solange wir erstmal die Feinde auch ablenken. Dann passt das. Und ich hoffe, da wird gleich die Karte oder auf der Karte angezeigt, wie wir am besten fahren sollen. Sonst wird es ein bisschen schwierig mit dem schönen kleinen Diamanten, Blutdiamanten, was auch immer. So, aber das kriegen wir schon gebacken. So, töte das Ziel und nimm seinen Schlüssel für das Blutdiamantengewölbe. Ja, ich frage ist, ob wir da überhaupt noch richtig sind. Wo müssen wir denn hin? Wo ist denn das Ziel jetzt? Da ist das Ziel. Ja doch, stimmt, wir müssen nur da diesen Fluss überqueren, deswegen ist das so ein bisschen blöd. So, und da vorne ist schon die Brücke. Meine Lieben. Und in dem Sinne würde ich auch sagen, war es das jetzt schon mal wieder mit dieser Folge, Freunde. Wir werden die Mission natürlich gleich weitermachen im nächsten Part dann. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben geben. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da und verpasst nichts. Ich bin erstmal raus, macht's gut, bis dahin. Euer Badeschlappen. Servus.